Hey, ich bin Daniel von Börse Berlin for You. Ihr habt schon alle Kennzahlen kalkuliert und euch ein schönes Aktienportfolio zusammengestellt. Jetzt könnt ihr euch ja entspannt zurücklehnen, oder? Halt, nicht so schnell. Um einen plausiblen Gesamtüberblick zu bekommen, lohnt es sich, die Dividendenrendite genauer anzuschauen. Habt ihr daran schon gedacht? Naja, die Dividende ist ja das, was man rausbekommt, also das, was man zahlen muss, also der kleine Prozentsatz. Ja, das habe ich schon mal gehört, aber ganz genau, was es heißt, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Na, wie der Gewinn wächst halt an der Börse dann, schätze ich mal. Unternehmen, die gute Gewinne machen, behalten diese nicht für sich, sondern teilen sie mit ihren Anlegern, also euch. Anleger profitieren von steigenden Kursen, aber auch von Dividendenausschüttungen. Deswegen ist die Dividendenrendite für viele Aktionäre eine Grundlage für die Kaufentscheidung. Die Dividendenrendite wird ausgedrückt in Prozent. Sie zeigt das finanzielle Verhältnis zwischen Dividende und Kurs. Das zeigt, wie viel ein Unternehmen jedes Jahr an Dividenden im Vergleich zu dem eigenen Aktienkurs ausschüttet. Unter der Annahme, dass die Dividende nicht erhöht oder gesenkt wird, steigt die Rendite, wenn der Kurs der Aktie fällt. Umgekehrt sinkt sie, wenn der Kurs der Aktie steigt. Da sich die Dividendenrendite relativ zum Aktienkurs ändert, kann sie bei Aktien, die schnell im Wert fallen, oft ungewöhnlich hoch aussehen. Die Frage ist ja auch immer, aus welchem Topf wird die Dividendenrendite überhaupt ausgezahlt? Ist es aus dem Gewinn, weil es dem Unternehmen gut geht, oder ist es eher aus den Rücklagen, um den Anleger bei der Stange zu halten? Auch die Dividendenrendite ist nur im Vergleich aussagekräftig, mit anderen Unternehmen aus derselben Branche oder mit errechneten Werten aus der Vergangenheit. So, jetzt haben wir die 5 wichtigsten Kennzahlen zur Bewertung von Aktien durch. Ich hoffe, ihr könnt diese Kennzahlen anwenden, um die richtigen Aktien für euer Aktiendepot auszuwählen. Aber vergesst nicht, es reicht nicht, sich nur einmal damit zu befassen. Ihr müsst euer Portfolio in regelmäßigen Abständen überprüfen. Habt ihr noch Fragen? Dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Und seid gespannt auf die nächsten Folgen bei Börse Berlin for You. Bis dann. Ciao, ciao.